Hey ho, meine Lieben. Heute Silvester. Ich habe eigentlich nichts zu tun, außer die Kameraführung und so. Ja, mir wurde verboten, irgendwas am Essen mitzuhelfen. Ja, ist tatsächlich heute so. Und was gibt's heute Leckeres? Ich habe irgendwas mitbekommen, dass die Mädels eine Gulaschsuppe machen. Was machen wir? Was machen wir? Ich dachte, eine Gulaschsuppe. Nein. Man hat in der letzten Zeit so viel Gulaschsuppe oder Suppe gesehen auf YouTube. Okay. Nee. Ja, was dann? Wir machen einfach einen schönen Gulasch für uns heute Abend. Ein richtig geiles Gulasch. Ja. Keine Gulaschsuppe. Nein. Ja, das ist natürlich auch eine feine Sache. Yam, yam. Früher bei meiner Mama hat es immer Gulaschsuppe gegeben und irgendwie habe ich das jetzt total verpeilt gehabt. Also, Silvester, geiles Gulasch. Ja. Machen die Mädels, ich bloß Kameraführung. Und das machen wir in einem schönen Dutch-Ofen. Ja. Schauen wir den Zwischenei ab und zu mal auf die Finger, beziehungsweise warten wir, die sind am Gemüseschnippeln und nachher dann machen wir eine schöne kleine Übersicht, oder? Genau. Genau. Bitteschön, ich belästige euch jetzt nicht mehr. Vorerst. Na, seid ihr fleißig? Nein. Da wird Paprika geschnippelt. Suppengemüse. Suppengrün, Suppengemüse. Hier drüben liegt schon das ganze Gulasch bereit. Rind und Schwein. Ist das fein? Tja. Dann haben wir schon wieder eine kleine Übersicht gehabt und ich gehe wieder. Soll ich euch das Licht anlassen? Ja, das wäre gut. Gut. Tja, und was ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen, dieses Video wird sich bis nach 12 Uhr ziehen, weil es gibt da noch ein schönes Feuerwerk, was ich mitfilmen darf, soll, muss. Und daran werdet ihr euch auch noch erfreuen können. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt schön gesagt, oder? Aha. Ja. Soweit geschnippelt. Hä? Was machst denn du da? Mein Gewürzsäckchen fertig machen. Okay. Stellt mir das nicht nochmal rein, Gulasch? Was? Was willst du von uns? Stellt mir das Zeug nicht einfach nochmal rein, Gulasch? Nein. Nein. Hier drin sind Lorbeer, Wacholderbeeren. Okay. Und Thymian jetzt? Bohnenkraut. Okay. Ja. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung. Dann kommt Kümmel rein. Das kann man aber einfach so rein. Was? Gemahlene Paprika, geräucherte Paprika. Ja. Normal Paprika, edelsüß. Ja. Bisschen Muskatnuss. Salz, Pfeffer. Dann machen wir noch Paprika-Tomatenmark rein. Okay. Und normalen Tomatenmark. Gut. Das ist jetzt die Übersicht für den Gulasch. Gut. Alles klar. Knoblauch, Zwiebeln, die wir von vorgestern noch hatten. Haben wir hier jetzt alles schon rein, hier stehen, was reinkommt ins Gulasch? Ja. Ja. So, der Atago ist wieder hergerichtet. Und ich werde mich dann hier wieder entfernen. So, wir machen heute den Gulasch. Jetzt machen wir erstmal den Butterschmalz hier rein. Ordentlich. Jetzt geben wir nach und nach das Gulaschfleisch dazu. Schön anbrutzeln, anbraten. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das zweite auch fertig ist.
So, das ist jetzt die zweite Ladung und die kommt auch gleich raus. Ein bisschen umdrehen hier. Jetzt machen wir die Zwiebeln alle rein, die wir so haben. Ja. Und wenn die Zwiebeln ein bisschen angeröstet sind, machen wir das Suppengemüse dazu und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt machen wir das Suppengemüse da rein. Und tue es auch schön anbrutzeln, anbraten. Jetzt machen wir Tomatenmark rein. Paprikamark. Und noch einmal ein bisschen Tomatenmark. Jetzt löschen wir diese mit Rotwein ab. Jetzt machen wir die Paprika dazu. Passierte Tomaten kommt jetzt dazu. Jetzt kommt das Fleisch wieder dabei. Jetzt gießen wir alles auf mit Rinderfond. Wir haben hier zwei Gläser Rinderfond, das kommt mit dabei. Lassen wir es aufkochen jetzt. Jetzt geben wir den Knoblauch mit dabei. Und wir geben noch den Schluck Rotwein dazu. Unser Gewürzei kommt jetzt dazu. Da drin ist Lorbeerblatt, Bohnenkraut, Wacholderbeeren und was war das noch? Thymian. Thymian. Genau. Oh, nicht aufmachen. Nein, kannst du reinmachen. Reinmachen? Ja. Tut mir leid, Leute, wenn ich mich jetzt noch mal einmische, aber hier haben wir so eine schöne Möglichkeit, das einzuhängen. Wir würzen das mit Salz. Geräucherten Paprikapulver. Alles neu.
gut. Kümmel? Oh, ist wieder zugegangen. Pfeffer? Paprika, edelsüß. Schön umrühren. So, jetzt machen wir den Deckel drauf. Lassen das jetzt für 2 Stunden köcheln. Ui, was kommt denn da? Was kommt denn da? Ein bisschen Rotkraut erstmal noch dazu, was noch übrig geblieben ist. Ein schönes Black Tiger Brot. Also ohne Garnelen. Jetzt bin ich gespannt, wann der Topf aufgeht. Regnet es? Ja. Jetzt haben wir es alles voll mit dem Topfdeckel, oder? Nee, nur bei dir. Nur bei mir? Na, danke fürs Gespräch. Aha. Ist das jetzt doch eine Gulaschsuppe? Nein. Nein? Du sagst einfach nein. Nein. Unser Gewürzei. Und weg ist es. Na, da guckst du, hä? Ja, das nehme ich den Rest von der Brühe wieder mit. Dankeschön. Bitte schön. Manu? Werde ich mir wohl mehr wohl als übel das Ding einmal schmecken lassen. Probieren. Probiererle, genau. So Leute, also das Fleisch hat schon mal den mit der Gabel zerdrückt, fest bestanden. Ja, ich probiere jetzt einfach mal, ganz pauschal, so auf die Schnelle. Und verbrennen wir natürlich wieder die Gosch. Dürfte ich auch noch einen Löffel haben, bitte? Ja. Leute, auch das Rindfleisch einmal mit der Gabel drauf, hat man 2 Teile. Wunderbar. Dankeschön. Aber ich muss jetzt wirklich erst einmal pusten. Sieht man das überhaupt? Ich glaube schon. Kann man ja noch ein bisschen drehen. Sehr lecker. Und dein Black Tiger? Hast du noch nachgewürzt jetzt? Ja, mit Salz, Zucker, Pfeffer. Heute ein bisschen abgeschmeckt. Okay. Da war ich nicht dabei. Sehr lecker. Wir essen jetzt. Ja, nimm mal.
Wie gesagt, Brot dazu, Rotkraut. Kleines. Und gib ihn. Fazit gibt es dann nachher. Ja. Raketentestvideo, das erste mit normalen Aufnahmemodus. Du darfst. Na, schauen wir mal. Na, wo ist sie? Oh, ja. So, und dasselbe nochmal im Feuerwerksmodus. Irgendwie ist der Stock duster hier. Schau, da hat was gelichtelt. Ich sehe dich gar nicht auf dem Display. Kann ich? Ja. Und das Ganze nochmal. Und wo ist es? Da ist es. Uff, jetzt wäre ich fast umgefallen. Mich nichts fragen. War sau lecker. So. War wirklich sau lecker. Ich hab nichts mehr geschafft. So voll bin ich. Also es hat wunderbar geschmeckt, es war wirklich reichlich. Wie immer natürlich viel zu viel. Ich würde sagen, jetzt kriegt die Manu noch was. Er halt heute Schnabel, er wollte eh nichts machen heute. Kuckuck. Ja, so lecker war es. Ja, ich schließe mich dieses Mal bloß an. Ich durfte eh nichts sagen. Ja, wir haben ja vorher schon einen Testlauf gemacht mit zwei Raketchen. Wächst der Kameraeinstellung, das schaue ich mir jetzt nachher im Keller noch an. Mal schnell auf den Laptop rüberziehen und den groß angucken. Und dann gibt es zum Ende von diesem Video jetzt nachher noch das große Feuerwerk. Ja. Mhm. Manne, ich könnte mir vorstellen. Du. Du sollst direkt mit drauf. Du! Ich könnte mir vorstellen, dass in den Kommentaren wieder recht viel gebabbelt wird. Mhm. Wegs Feuerwerk. Kann man so viel Geld für so einen Scheiß ausgeben? Genau. Ja. Genau das. Mir egal, andere geben so anderes aus. Richtig. Und genau so ist es. Deswegen, wenn irgendwelche blöden Kommentare kommen, ignorieren wir sie ganz einfach oder löschen sie. Da bin ich jetzt rigoros. Jeder soll das machen, was er möchte, was er für richtig hält, woran er Spaß hat. Tja, und mit den Worten beende ich jetzt diese Runde hier. Muss ich ja niemand ansehen, das Zeug. Genau. Wir schauen uns jetzt dann, ich hoffe, dass die Aufnahmen was werden, das Feuerwerk an. Und danach machen wir noch eine kleine Aufnahme. In dem Sinne, bis nachher. Tschüss. Der Irre und sein Anhänger. Tja Leute, jetzt bin ich nebenbei noch auf die Handycam ausgewichen. Da filme ich jetzt, ja, direkt seinen Anhänger mit.
Schatz. Und hier auf. Freunde, nach dem herrlichen Feuerwerk, ich hoffe, das hat mit der Videobearbeitung geklappt, dass irgendwo noch der Tisch mit eingeblendet war, weiß ich erst, wenn es bearbeitet ist, wünsche ich allen, ob Abonnenten oder Nicht-Abonnenten, ein frohes neues Jahr, auch wenn dieses Video jetzt etwas verspätet kommt. Wir haben ja heute erst Silvester, ich kann es ja nicht am gleichen Tag rausbringen. Ja, wir wünschen auch ein frohes neues Jahr. Frohes neues an alle. Frohes neues Jahr an alle. Von der Alina auch. Ja, ja, die schreit da hinten. Tja, Leute, und somit ist dann dieses Video beendet. Und ja, morgen machen wir nochmal eins. Ja. Bis denn, Tschaikowski. Tschüss. Tschüss.